Die NBA-Saison neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und ihr wisst, was das bedeutet, es ist wieder Zeit für die NBA Awards. Ich habe mir überlegt, dass ich heute mal über eine bestimmte Auszeichnung genauer reden möchte und zwar über die in meinen Augen schwierigste, nämlich den Defensive Player of the Year. Damit meine ich nicht die am schwierigsten zu gewinnende, ich würde mir gar nicht anmaßen zu sagen, welcher Award am schwierigsten zu gewinnen ist, sondern die Auszeichnung, bei der sich der Gewinner am schwierigsten ermitteln lässt. Oder nochmal anders formuliert, die Auszeichnung, wo eine in Anführungszeichen richtige, fundierte Bewertung am schwersten fällt. Jahr für Jahr gibt es eine Menge verdiente Kandidaten, Jahr für Jahr ist es ziemlich unmöglich, wirklich zu ermitteln, wer denn die beste defensive Saison gespielt hat. Ich möchte über diese beiden Themen heute mal reden, zuerst darüber, wo man den Defensive Player of the Year so schwer ermitteln kann, bevor ich es dann aber trotzdem versuche, diesen zu bestimmen. Beim Defensive Player of the Year geht es auch um den Spieler, der den größten Impact auf die Defense eines gesamten Teams hat, aber eins ist klar, der Sponsor des heutigen Videos hat einen riesigen Impact auf mein Leben. Athletic Greens ist jetzt schon seit längerer Zeit ein fester Bestandteil meiner Morgenroutine, mit einem Glas AG1 starte ich perfekt in den Tag. AG1 ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln, ohne künstliche Farbstoffe und Konservierungsmittel. Mir sind da vor allem zwei Dinge wichtig, ich möchte mich gesund ernähren, ohne dass es viel Zeit frisst und außerdem brauche ich eine feste Morgenroutine als Grundlage für lange stressige Tage. Also löse ich jeden Morgen schnell das Pulver in ein Glas Wasser auf und trinke es auf nüchternem Magen und habe damit den kompletten Nährstoffbedarf meines Körpers bereits abgedeckt. Die Resultate sind der Wahnsinn, ich persönlich habe schnell gemerkt, wie ich einfach fitter bin über den Tag, sowohl physisch als auch mental, ich bin weniger müde und schlafe besser und dazu gibt es noch haufenweise andere Vorteile. Was vielleicht für die Sportler unter euch ganz interessant ist, der AG1 soll bei der Regeneration helfen und kann die Leistungsfähigkeit steigern. Ich habe einen richtig guten Deal für euch und zwar das Athletic Greens Abo mit 60 Tage Geld zurück Garantie. Die erste Lieferung enthält eine Willkommensbox mit Shaker und Dose, ein Jahresvorrat an Vitamin D und 5 Travel Packs für unterwegs. Ihr könnt das Ganze komplett risikofrei testen und habt überhaupt keine Verpflichtung, könnt das Abo jederzeit pausieren oder beenden, außerdem könnt ihr einstellen, wie regelmäßig ihr beliefert werden wollt. Den Link zum Shop findet ihr unten in der Videobeschreibung, dem angepinnten Kommentar und nachher an der Endcard. Checkt das Ganze gerne mal aus und tut eurem Körper damit etwas Gutes. So, zurück zum Thema, starten wir doch mal in aller Kürze mit den Problemen des Defensive Player of the Year Titels. Ich hatte es in der Vergangenheit schon angesprochen, aber seitdem ist ja der eine oder andere neue Zuschauer mit dabei, deshalb nochmal ganz kurz ein paar Worte dazu. Die Probleme des Defensive Player of the Year hängen mit dem Problem der Ermittlung des defensiven Impacts eines einzelnen Spielers zusammen. Denn während wir haufenweise hervorragende offensive Advanced Stats und Metriken haben, die uns mittlerweile einen ziemlich genauen Überblick über die offensive Leistung eines Spielers sagen, gibt es das in der Defense nicht so. Es gibt die Klassiker, die ich regelmäßig benutze, wie das True Shooting, die effektive Wurfquote oder das Offensivrating, es gibt Percentile Stats, Quoten aus verschiedenen Bereichen des Parketts, wir haben alle möglichen Playtype Stats oder selbst Zahlen wie das Box Plus Minus oder andere Advanced Metrics können ganz hilfreich sein. Das Problem ist, dass es solche genauen Zahlen nicht für die Defense gibt, beziehungsweise es gibt die schon, aber lange nicht so aussagekräftig. Verteidigen ist Teamarbeit, woher wollen die Zahlen denn genau wissen, wie groß der Anteil eines einzelnen Defenders am Gesamtkonstrukt ist? Darum sollten wir absolut nichts auf defensive Feldwurfquoten oder das individuelle Defensivrating geben, ebenso relativ wenig auf Steals und Blocks. Denn diese lassen sich jagen und sie beeinflussen andere erweiterte defensive Metriken. Das ist auch der Grund, warum ihr super selten defensive Stats in meinen Videos hört, sie sagen halt einfach nicht wirklich viel aus und werden extrem von Steals und Blocks beeinflusst und eben auch von den Mitspielern, mit denen man zusammen auf dem Parkett steht. Worauf ich hinaus möchte, um die Defense eines Spielers zu analysieren, muss man Tape schauen, eine ganze Menge Games und Possessions. So mache ich das zum Beispiel, ich lade mir hunderte, teilweise sogar um die 1010 von Instead runter und schaue die dann alle durch, um mir ein ganz genaues Bild zu machen. Und wenn wir über den Defensive Player of the Year reden, gibt es immer mehrere Kandidaten, teilweise sogar eine ganze Menge. Wer hat also die Zeit, sich von all diesen möglichen Kandidaten tausende Szenen anzuschauen, um diese genau miteinander zu vergleichen und dann eben auch zu ranken? Um sich wirklich ganz sicher zu sein, müsste man alle defensiven Possessions von allen Kandidaten schauen, von einem sehr großen Pool an Spielern und das kann eben niemand machen, auch ich nicht. Das erklärt, warum es so schwer ist, sich hier auf einen Spieler festzulegen, ich habe es allerdings trotzdem mal versucht. Denn obwohl ich natürlich nicht jede Szene von jedem Defender gesehen habe, habe ich dann noch eine Menge Tape von den Top-Kandidaten geschaut. Von daher habe ich mich mal für 6 davon entschieden, auf NBA.com findet ihr übrigens ein wöchentliches Update der Top 5. Diese 6 sind nicht in dieser Reihenfolge Draymond Green, Rudy Gobert, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Miles Bridges und Marcus Smart.
Zwei Center, zwei wie defensive Big Man spielende große Flügelspieler, einen waschechten Perimeter Flügelspieler und einen Guard, von allem also etwas mit dabei. Kandidaten wie Bam Adebayo sind raus, weil sie zu viel verpasst haben, andere wie Jaren Jackson Jr. verteidigen herausragend diese Saison, es reicht aber noch nicht ganz bis zur Spitze. Nun, der tricky Part ist nun herauszufinden, welcher der 6 denn jetzt die beste defensive Saison gespielt hat. Starten wir doch mal mit meinem 6. Platz und das ist jemand, den ich für lange Zeit so ziemlich unangefochten auf dem 1. Platz in diesem Ranking hatte. Draymond Green war mein Defense Player of the Year der ersten Saisonhälfte, die Dubs stellten die mit Abstand beste Defense der NBA, Green war wie gewohnt ihr Dreh- und Angelpunkt, ihr Anker. Über ihre überragende Team-Defense kam auch damals schon ein extra Breakdown, in dem ich auch besonders auf Greens Wert dabei eingegangen bin. Die Dubs erlaubten gerade mal 102,8 Punkte pro 100 Possessions, wenn der Power Forward auf dem Parkett stand in dieser Saison, 97er Percentile und natürlich sind sie deutlich besser mit ihm als ohne, um genau zu sein 6,3 Punkte, 91er Percentile. Er macht jeden um sich herum besser, ist der beste Team-Defender und defensive Leader im Basketball. Das Problem ist jedoch, dass er schon 24 Spiele verpasst hat, deutlich mehr als die anderen Kandidaten und deswegen kann ich ihn aktuell auch leider nicht höher ranken. Sicherlich hat er in der Zeit, wo er gespielt hat, meiner Meinung nach deutlich besser verteidigt und war wichtiger als der ein oder andere Spieler hier vor ihm, aber so viele Spiele zu verpassen ist leider ein Ausschlusskriterium. Kommen wir doch mal zu meinem 5. Platz und zwar Joel Embiid von den Philadelphia 76ers. Embiid ist der in meinen Augen beste Defensive Center der NBA und er zeigt sich in der Saison von seiner allerbesten Seite. Immer mit Einsatz, unglaublich flexibel auch weiter draußen, das wie gewohnt Rim Protection Monster. Die Sixers erlauben nur 108,7 Punkte pro 100 Possessions, wenn er Center spielt, das ist nicht elitär gut, aber immerhin 76er Percentile. Was so ein bisschen gegen Embiid spricht, ist, dass die Sixers nicht so krass gut als Team verteidigen, wenn er spielt, aber wie gesagt, das wird auch von so vielen anderen Faktoren beeinflusst. Außerdem ist es nicht so ein krasser Unterschied, ob er spielt oder nicht, 3 Punkte pro 100 Possessions, das war in der Vergangenheit auch mal deutlich mehr, das ist zwar gut, aber es gibt Spieler, die noch ganz andere Werte erreichen. Wie gesagt, auf diese Stats sollte man nicht zu viel geben, aber wenn man sich im Zweifelsfall zwischen zwei Spielern entscheidet, die beide sehr eng beieinander sind, dann können sie durchaus mal mit in Betracht gezogen werden. Mein 4. Platz ist Mikal Bridges, der beste Suns Defender in dieser Saison. Du kannst die defensive Rolle, die der 25-jährige Phoenix hat, einfach nicht besser spielen als Point of Attack Defender gegen den besten Perimeter Spieler des Gegners, aber wie ich auch schon öfter mal angesprochen habe, diese Rolle ist weniger wichtig als dieses Rim Protectors und Big Man des Teams. So stark Bridges auch am Ball ist und so gut er sich auch als Team-Defender zum Beispiel am Nail entwickelt hat, sein Einfluss auf die komplette Team-Defense der Suns ist nicht so groß wie die eines waschechten Korbbeschützers. Übrigens erlauben die Suns sogar weniger Punkte pro 100 Possessions, wenn Bridges nicht spielt, als mit ihm und das sind nicht wenige, was sicherlich etwas überraschend ist, aber zeigt eben auch, dass er nicht diesen gigantisch großen Impact hat wie einige der anderen Spieler hier. Darum ist auch der Spieler, den ich hier vor ihm habe, ein Perimeter-Defender und zwar Marcus Smart. Über dessen defensiven Impact bei den Celtics ging es auch vorgestern in meiner Boston-Analyse, wo es übrigens auch etwas zu gewinnen gab, das Gewinnspiel läuft nur noch ein paar Tage. Smart ist das Herz der Celtics-Defense, weil er quasi wie eine kleinere Version von Draymond Green ist. Damit meine ich, dass er unfassbar wertvoll als Anführer der Verteidigung ist, als Kommunikator, der die Defense ordnet, als jemand, der immer richtig steht und auf perfekte Help-Defense spielt. Die Celtics-Switching-Defense ist zu einem Tor nur möglich, weil Smart problemlos auch mit größeren, stärkeren Matchups klarkommt. In Point-of-Attack-Situationen nimmt er sich nicht viel mit Bridges, außer dass dieser noch etwas größer ist, der große Unterschied der beiden ist aber Smarts Rolle im Teamverbund, wie er die Kollegen besser macht, teilweise auch deren Fehler ausbügelt und darum habe ich ihn ja auch einen Platz weiter vorne. Ganz bis auf den 1. Platz konnte ich ihn nicht stellen, weil du als Guard in meinen Augen diesen Award fast unmöglich gewinnen kannst und die beiden Spieler vor ihm noch einen größeren Impact haben. Der Spieler mit dem größten Einfluss auf seine Defense in der Regular Season ist wahrscheinlich Rudy Gobert. Die Jazz sind elitär gut, wenn er auf dem Parkett steht und sie sind grauenhaft, wenn er nicht spielt. Der Unterschied sind ihre 8,1 Punkte pro 100 Possessions, 95er Percentile, Rudy verändert alles für die Jazz-Defense, die sonst eigentlich fast ausschließlich aus unterdurchschnittlichen Verteidigern besteht. Deren Fehler hat gleich Gobert am laufenden Band wieder aus, die fallen häufig gar nicht auf, weil Gobert einfach so gut ist und fehlt er, werden sie gnadenlos sichtbar. Er bleibt der beste pure Rim Protector im Basketball, hält mit seiner einmaligen Anti-Gravity-Gegner vom Korb weg und wenn sie es doch versuchen, dann blockt er ihnen die Versuche um die Ohren. Ich habe es schon öfter mal gesagt, in den Playoffs gibt es mindestens 5 Defender, die ich mehr mag, aber in der Regular Season kann kaum jemand dem Center noch das Wasser reichen. Es gibt aber 2 Gründe, warum ich ihn nicht ganz oben habe, einmal hat er deutlich weniger Minuten gespielt als mein 1. Platz und dann hat er diesen Award eben auch schon 3 Mal gewonnen, weshalb die Voter vielleicht irgendwann nochmal müde sind, immer für Gobert zu stimmen.
Stattdessen habe ich mich für Giannis entschieden. Er ist für mich der Defensive Player of the Year der 2021-22er NBA-Saison. Der Grieche hielt die Bucks Defense of course, als alle verletzt waren. Er beschützt den Korb in dieser Saison ohne seinen langjährigen Partner Brook Lopez. Der Grieche bleibt der beste Weakside Lowman der NBA und das mit ziemlichem Abstand, kann jede Position verteidigen, auf der 4 oder auf der 5 spielen. Auch wenn es nicht sein bestes defensives Jahr ist, muss man ihm, denke ich, zugutehalten, dass er über weite Strecken der Saison nicht die besten defensiven Spieler an seiner Seite hatte und außerdem ist die Konkurrenz halt auch nicht so heftig wie vielleicht in den letzten Jahren. Hätte Green nicht so viele Spiele verpasst, dann wäre er deutlich weiter oben, eventuell sogar auf dem ersten Rang. Ich fühle mich nicht 100% wohl dabei, einen Spieler hier zu wählen, der gerade mal bei der 13. besten Defense der NBA spielt, aber noch unwohler hätte ich mich bei Perimeter-Defendern wie Smart oder Bridges gefühlt. Also, besonders schwer in diesem Jahr, ich denke es wird ein knappes Rennen, weil es nicht diesen einen großen Favoriten gibt. Was sagt ihr zu dem ganzen Thema? Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare. Check wie gesagt gerne mal Athletic Greens ab, den Link zum Shop findet ihr unten in der Videobeschreibung, dem angepinnten Kommentar und gleich in der Endcard. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.